Wir sind gerade im Haus in Spanien angekommen und wir fühlen uns einfach so wohl hier. Es ist so schön und ja, die Solardinger liegen alle gerade, die Solarpaneele. Zeige ich euch jetzt mal. Oh, einfach wieder schön hier zu sein. Alle, die es interessiert, hier wurden auf jeden Fall einige Solarpaneele verlegt. Ja, ich weiß gerade nicht, wie viele, schreibe ich euch mal hin. Boah, hier geht's echt tief runter. Und ja, hier oben geht's weiter. Da sind auch noch welche verlegt. Sehr, sehr krass. Ich kann euch gleich auch mal zeigen, was das so strommäßig einspart. Okay, jetzt muss ich erstmal hier wieder runter. Oh, jetzt wird erstmal geerntet. Die Zitronen sind auch rein. Emmy hatte eine berechtigte Frage und zwar, sag nochmal, Schatz. Was hast du den Papa gerade gefragt? Aber wo ist der Fernseher? Wo ist der Fernseher? Schatz, hier drauf. Da können wir gucken. Das findest du lustig? Ach so. Das, was ich jetzt gepostet habe, war nochmal ein Link zum Spenden fürs Erdbeben in Syrien und in der Türkei, damit ihr Bescheid wisst. Ja, wollte ich euch jetzt nur nochmal zeigen, wo ihr noch so spenden könnt, wenn ihr natürlich möchtet. Wisst ihr was? Ich werde hier von jedem angeguckt, weil ich mit meinem Handy spreche. Früher war mir das peinlich, jetzt finde ich es nicht mehr schlimm. Also, ich bin abgehärtet. Auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass wir spontan, aber deswegen haben wir uns auch gestern echt wenig gemeldet, ist ganz viel passiert und dann haben wir uns entschieden, nach Spanien zu fliegen und dann mussten wir alle Koffer packen. Und wisst ihr was? Ich hatte schon immer Respekt vor allen Müttern, vor allem Mütter ohne Hilfe. Aber gestern nach dem Kofferpacken, also und dieser Stress, den man im Kopf hat, unsere Mama hat zum Beispiel immer für uns alle halt gepackt, ne, für 6 Personen. Und wir dachten immer so, boah, braucht die lange. Und wir sind zum Beispiel immer nach Serbien oder nach Bosnien mit dem Auto gefahren. Und meine Mama hat immer am längsten gebraucht. Wir haben alle im Auto immer auf sie gewartet. Und ich habe sie gestern angerufen und habe gesagt, Mama, es tut mir echt leid. Also wirklich, ich hatte schon immer Respekt vor dir, aber jetzt wirklich noch 1000-mal mehr. So, dann habe ich die Koffer gepackt und dann habe ich mir immer gedacht, oh mein Gott, was, wenn das zu kalt ist? Oh mein Gott, doch noch eine Strickjacke. Abends ist es noch kalt, noch eine Jacke. Dann, okay, oh Gott, das passt alles gar nicht rein. Dann lieber doch 20 Unterhosen statt 10, weil das könnte ja passieren. Und, weiß ich nicht, 50 Mal runtergelaufen. Und dann, ah nein, das fehlt noch, das ist noch ganz wichtig. Aber das ist dreckig, das musst du noch waschen. Schnell ein Kurzprogramm und so weiter und so weiter. Mein Gott, ey, also... Ich meine, wenn man eine Hilfe hat und so, also eine Haushaltshilfe zum Beispiel, ist es dann bestimmt leichter. Aber ich finde es echt, also wie unsere Mama das gemacht hat oder wahrscheinlich eure Mütter auch, das ist unfassbar. Man hat halt auch diesen Stress im Kopf, ne? Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, meine Kamera ist kaputt, weil meine verstaubt irgendwie. Also ich kriege die nicht mehr richtig sauber. Oh, der Julia guckt mich von da hinten an, der telefoniert nämlich. Und ja, der Valentinstag war so schön. Es war so ein lustiger Abend. Also wirklich, wir haben schon wirklich viele witzige Abende, aber ich weiß auch nicht, es war wirklich extrem lustig. Ja, und mein Schuh übrigens. Oh, ihr habt ja alle danach gefragt, wo ich den Louis Vuitton-Schuh geholt habe. Und ich habe den einfach ich weiß gar nicht, wo. In Köln. Habe ich ihn geholt und das ist mein erster Schuh gewesen, also erster hoher Schuh gewesen, der sehr teuer war und ja, und ich dachte so, boah, also Manolos und Louis Vuitton sind einfach zeitlos und habe ich gedacht, der erste teure Schuh, den ich mir hole, muss ein Louis Vuitton oder ein Manolo sein. Und dann habe ich auch noch so ein Wildleder rosa gefunden, ein Träumchen, oder? Ja, ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Ihr könnt mir ja mal erzählen, wie euer Valentinstag war. Ach so, und feiert ihr Karneval? Ich habe nie Karneval gefeiert, das war nie mein Ding. Halloween mag ich eigentlich, auch dieses Verkleiden. Aber heutzutage ist ja nicht mehr, was du dich bei Halloween irgendwie gruselig verkleidest, sondern ja, irgendwie ist es auch so ein bisschen wie Karneval. Aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß an Karneval, passt auf euch auf. Und ja, wir sind über Karneval weg.
Es wird auch in Köln richtig voll. Ich glaube, ich war über Karneval einmal in Köln. Als Wuppertaler fährst du immer nach Düsseldorf. Aber da war ich auch nie. Also ich glaube sogar, dass ich damals irgendwie in die Stadt wollte. Und dann war Karneval und mir ist nicht mehr aufgefallen. Da habe ich auf jeden Fall irgendeinen Schuh gefunden, den ich haben wollte. Ich glaube, es war vor 4-5 Jahren oder so. Aber viel Spaß euch und passt auf euch auf.